Natürlich hört es erst zu regnen auf, wenn ich oben angekommen bin. An jeden, der mich hören kann. Mein Name ist Kyle Crane und ich sende aus der Quarantänezone in Harran. Oberst Taylor und das Verteidigungsministerium haben gelogen. Es gibt immer noch Überlebende innerhalb der Stadt. Sie planen, Brandbomben auf Harran abzuwerfen. Sollte dies geschehen, werden Taylor und das Ministerium zu kaltblütigen Mördern. Heilige Scheiße, in der Quarantänezone liegt noch jemand. Hey, hören Sie mich? Scheiße, das war mal echt knapp. Crane, sind Sie das? Hören Sie mich? Was zum Teufel wollen Sie? Wir geben Ihnen eine Chance, aus diesem Höllenloch zu entkommen. Ach ja, warum sollten Sie das tun? Ich habe nie rausgefunden, wer Ihre blöde Datei hatte. Meine Mission ist hiermit beendet. Vergeben und vergessen, Karl. Was wir von Ihnen wollen, ist, dass Sie Dr. Zeres Forschungsdaten besorgen und wir schicken Ihnen einen Helikopter, der Sie rausholt. Sie wissen ja, ich kenne den Inhalt der Datei. Ich weiß, dass Sie das Virus missbrauchen wollten. Crane. Oh mein Gott. Sie brauchen das Heilmittel, um Ihren Arsch zu retten. Und das kommen Sie da nicht raus. Sie müssen die Öffentlichkeit überzeugen, dass Sie an einem Heilmittel arbeiten. Das ist eine bösartige Unterstellung, Crane. Bringen Sie uns die Forschungsdaten und alles wird gut. Sie wollen die Daten? Dann warten Sie auf mein verdammtes Zeichen. Savvy, bist du da? Der Verstärker ist installiert. Großartig. Wenn du die Seilrutsche benutzt, landest du in der Nähe des erwähnten Tunnels. Er führt zurück in die Slums. Mr. Crane? Spreche ich mit Mr. Crane? Ihr Crane, wer ist da? Hier ist Volkan Dahl. Ich bin bei den Brüdern. Würden Sie uns bei der Fahrzeugfabrik treffen? Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Ich komme gleich hin.
Die Nacht ist mondlos. Wir müssen verschwinden. Ugh!
Mm-hmm.